1095 ruft Papst Urban II. Zu den Kreuzzügen gegen die Muslime auf. Hier überfallen auf dem Weg ins Heilige Land die Kreuzfahrer jüdische Gemeinden, vor allem am Rhein und in Ungarn. Juden werden unter Zwang getauft, ermordet oder in den Suizid getrieben. 1215 veranlasst das vierte Laterankonzil unter Papst Honorius III. Die Ausübung öffentlicher Ämter durch Juden und fordert, dass Juden und Muslime besondere Kleidungsmerkmale zu tragen haben, damit sie von jedermann sofort als jene erkannt werden können. 1290 lässt König Edward I. alle Juden aus England vertreiben. Ihre Tätigkeit im Finanzgeschäft, ihnen blieb nach dem Berufsverbot und dem Verbot von Landbesitz nur noch der Geldhandel offen, brachte ihnen die Bezeichnung des geldgierigen und betrügerischen Juden ein. 1348 bis 1351 löst eine Pestepidemie, die sogenannte Beulenpest, in Europa von Spanien ausgehend eine Vielzahl lokaler Judenverfolgungen aus. Besonders heftig sind diese in Toulon, Zürich, Freiburg und Erfurt. Den Juden wird vorgeworfen, Brunnen vergiftet und so die Pest ausgelöst zu haben und dass sie das Blut christlicher Kinder zum Backen des Pessachbrotes verwenden und Hostien schänden würden. 100.000 Juden verlieren allein in Österreich und Deutschland deshalb ihr Leben. 1478 ordnet Papst Sixtus IV. Für Spanien den Beginn der Inquisition an. Systematisch werden ab 1480 auch getaufte Juden, die sogenannten Conversas, die oft unter Zwang konvertieren mussten, geschmäht, verfolgt und angeklagt. Bis 1834 sind etwa 30.000 Opfer der Inquisition ehemalige Juden. 1492, nach der christlichen Rückeroberung Spaniens von den Muslimen, der sogenannten Reconquista, werden sämtliche Juden aus Spanien per Edikt ausgewiesen. Sie gehen vor allem nach Nordafrika und Portugal, wo sie 1497 ebenfalls vertrieben werden. 1516 richtet die Regierung der Republik Venedig ein Ghetto ein, was ja Absonderung bedeutet, das in zahlreichen Städten sodann kopiert wird. 1545 schreibt Martin Luther, der Urheber der Reformation, das Pamphlet von den Juden und ihren Lügen. Darin fordert er unter anderem das Verbrennen von Synagogen, das Verbot des Geldhandels und die Vertreibung der Juden. 1819, nach einer Zeit der zunehmenden Akzeptanz der Juden, brechen in Deutschland, auch als Reaktion auf die unter napoleonischer Herrschaft verfügten Gleichberechtigung der Juden, an mehreren Orten judenfeindliche Unruhen aus, so in Frankfurt oder in Würzburg, in deren Folge die Juden einmal mehr in ihren gewährten Rechten beschnitten werden.